Regionalbahn 41 nach Frankfurt Hauptbahnhof. 6.09.2017. Guten Nachmittag. Mehrere Lindehalbe sind zur Hauptuntersuchung und die DB übernimmt die Dienste auf der RB 4041. Du übernimmst heute die RB 41 und fährst sie von Friedberg-Kest bis nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dein Zug muss allerdings noch aufgerüstet werden. Lass aber zuerst deine Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 14.58 Uhr. Gute Fahrt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2021 auf meinem Kanal Train Teacher. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ihr seid soweit gut auf und wohlauf, meine ich, gesund und ja, einfach euch geht's gut in diesen etwas schwierigeren Zeiten. Und wir stehen hier gerade auf der Strecke S-Bahn Rhein-Main und im Hintergrund baut sich auch noch unsere Welt auf. Wir stellen erstmal kurz hier unser Ebola auf Dunkel, machen kurz SIFA und PZB an. Instrumentenbeleuchtung, Spitzlicht. Ansonsten seht ihr auch, wir sind unterwegs mit dem Wittenberger Steuerwagen heute. Hinten schiebt eine BR 110. Das ist noch der alte Wittenberger. Und jetzt stellen wir mal kurz hier die. So, RB ein. Lass mich mal kurz gucken. Kann ich auch. Schau mal, ob ich gerade Frankfurt am Main einstellen kann. Aber müsste eigentlich auch gehen, glaube ich. Ja, jetzt sind wir in Mannheim, ist in der Nähe. Ja, komm. Ey, irgendwo muss doch hier Dings sein, Frankfurt. Alles klar, hat nicht geklappt, Freunde. Ja, tut mir leid, dann müssen wir das jetzt wieder erstmal alles zurückstellen. Na, wie geht denn das jetzt? Ups, jetzt habe ich gerade unsere KWS aktiviert und deaktiviert. Wie komme ich denn jetzt zurück? Ah, okay. So, dann stellen wir mal einfach einen Regionalbahn wieder. Ja, war ein Versuch wert, muss ich gestehen. Na komm, wo ist Regionalbahn? So. Ja, ich hoffe, unsere KWS hat jetzt kein Problem. Also wir haben, kommt jetzt nicht gleich die Meldung, wir haben die Verbindung zum führenden Triebfahrzeug verloren. Oder zum schiebenden vielmehr. Aber das sollte erstmal soweit klappen. Ich glaube, hier ist gerade der Kollege mit seinem. Genau, hier ist der Kollege eingefahren. Ebenfalls RB dann 40, der kam aus Frankfurt gerade. Das Szenario ist vom lieben Malte Hessen aus dem Malte Jensen aus dem Resum Forum. Und Grüße an dich gehen an der Stelle übrigens raus. Und ja, ich habe den Wittenberger getauscht auf den alten. Ich wollte nämlich mit dem alten fahren. Und der schön 110, weil ich glaube, die 111 kann der noch nicht gut. Oder nicht so gut, sagen wir mal so. Genau. So, dann werden wir jetzt auch jeden Moment hier abfahren können. Und in einer halben Stunde genau müssen wir da sein in Frankfurt. Das sollte aber klappen, denke ich. So. Türen schließen. Türmelder blinkt. So, Türen sind zu. Wir gucken raus. Das sieht gut aus. Und damit verlassen wir den Bahnhof Friedberg. Oh, geil, heute fahren wir mal wieder schön hier mit den Fahrstufen. Habe ich auch lange nicht mehr gehabt, so schön. Mir fällt auch gerade auf, dass wir ja wirklich mega kurz sind. Also das heißt, die 110 hat ja gar nicht so viel zu schieben. Was eigentlich zugute kommt, weil die Beschleunigung dadurch ziemlich stark ist. Aber da muss ich jetzt mal wieder das Feingefühl rausholen. Meine Schokoladenseite zeigen, was die Geschwindigkeit hier bzw. die Beschleunigung angeht. So, Ausfahrt mit 60. Das sieht doch gut aus. Sehr geehrte Fahrgäste, das Zugpersonal begrüßt Sie in der RB 41 auf der Fahrt nach Frankfurt Hauptbahnhof. Unterwegs halten wir in Bad Vilbel und Frankfurt Westbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Verehrte Fahrgäste, im Nachgang zu der Ansage meines Kollegen möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir an Bord unseres Zuges eine Maskenpflicht haben. Maskenmuffel riskieren eine Strafe von mindestens 50 Euro sowie einen Einsatz der Bundespolizei. Tragen Sie bitte Ihre Masken durchgehend, selbst wenn Sie gegenüber von Ihren Freunden, Familien oder Verwandten sitzen. Vielen Dank. So, haben wir auch noch unsere Ansage dazu gemacht. Und jetzt können wir schön auf 100 hoch beschleunigen. Das ist ganz wichtig nämlich. Ups.
Hast du hier was gezeigt, was du... Hä? Das Ding hat doch... Okay. Okay, gut, na, das war dann wahrscheinlich jetzt ein Bug. Auf jeden Fall hat doch das Signal, habt ihr ja gerade auf Band gesehen, es hat sogar noch grün angezeigt. Jetzt müssen wir halt nur warten, bis der Druck vom Drehgestell runter ist, also auf den Bremszylindern. Ach Mensch, ey. Da war ich doch gerade noch so schön in der Zeit. So, dann müssen wir auf jeden Fall das wieder rausfahren. Das würde jetzt vielleicht nicht angenehm. Also das heißt V-Max auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich so ein bisschen grün fahren heute, aber wie ihr seht, ich hab's auf Band. Das war nicht meine Schuld. Auch das Anfahren jetzt wird ein bisschen schnell. Oh, dabei fällt mir gerade ein, wir sind ja noch im restriktiven Modus. Das hätte jetzt gerade noch eine Zwangse. Ah, das ist mir nochmal schnell eingefallen, Freunde. So, naja. Ich riskiere es mal ein bisschen. Ich beschleunige mal ein bisschen hoch auf 42. Oh, jetzt können wir hier schön entspannt 140 fahren. Aber nein, noch sind wir in der 1000 Hertz-Überwachung. So. Na endlich, da sind wir raus. Und da können wir jetzt schön entspannt hochbeschleunigen auf die 140, die wir endlich fahren dürfen. Junge, 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 das hat mich aber gerade Nerven gekostet, ey. So, den Kollegen Lücht grüßen wir nochmal hier. Ciao. Hallo. Sehe ich auch gerade, es geht bergab. Also da müssen wir nochmal ein bisschen nachhelfen, weil nicht, dass wir zu schnell jetzt hier runterbrettern. Ja, wir sind auch lange nicht mehr auf der S-Bahn Rhein-Main unterwegs gewesen. Ich habe mich noch mal ganz kurz hier stillgehalten, weil ich gucken wollte, ob wir jetzt die Geschwindigkeiten noch gut einhalten und so weiter und so fort. Weil ich gerade ein bisschen Panik hatte, dass ich wieder irgendwie hier übertreibe oder sowas, aber jetzt gerade sieht es ja erstmal noch gut aus. Ich probiere mal mit Fahrstufe 13 die Geschwindigkeit zu halten. Für einen kurzen Abschnitt 120 als erlaubte V-Max. Ich glaube, da fahren wir durch eine Kurve durch oder sowas. So. Genau, da kommt die Ankündigung für die 120. Ab hier in 1 Kilometer müssen wir nicht bestätigen. Ist zu schnell. Kann aber sein, dass es ein GPA hier gleich geben wird. Ganz vergessen ist ist der Steuerwagen so gebremst. Kenne ich gar nicht mehr. So eine schöne direkte Bremsinteraktion, einfach nur geil. Ich sag's euch. Ne, tatsächlich GPA liegt nicht. Aber ist auch gut für uns eigentlich. Das kennen wir keine Zwangse. Jetzt mal hier nochmal ein kleines Bildlein machen. So. Bisschen höher. Jawohl, sieht gut aus.
Ja, wir haben auch den falschen Stromabnehmer gehoben, aber das ist jetzt nicht so kritisch. So, Fahrmotorlüfter sind an. Ich weiß gar nicht wieso, aber das klingt irgendwie so, als ob die Fahrmotorlüfter gar nicht an wären. Aber solange wir keine Fehlermeldung kriegen, ist auch alles gut. Ne, was ich aber gerade noch sagen wollte, war, wir sind auch gerade ein bisschen zu schnell durch den kurzen Geschwindigkeitsabschnitt gefahren. Ich glaube, wir waren mit 10 km drüber, beziehungsweise 5, weil ja Toleranz ist ja 5 km, also von 25 bis 129 sind ja 4. Also wir waren ca. 4 km drüber. Aneignen, wie man die Gleise tauscht, weil ich würde hier gerne mal die Haku-Tracks benutzen von Virtual Railroads oder sowas. Ich muss ja sagen, die S-Bahn Rhein-Main ist an sich auch eine schöne Strecke, aber die Gleise sind halt so, ich weiß nicht, die gefallen mir irgendwie nicht so ganz. So, welchen Bahnhof durchfahren wir hier gerade? Das war gerade der Bahnhof Okaben. Bahnhof, da fällt mir doch gerade ein. Ich kann ja mal ganz kurz hier mein schlaues System aufmachen. Jawohl, das sieht gut aus. Welche Minute war das gerade? Das war Minute 11. Okay, Minute 11, muss man das merken. Bahnstrecke, Rhein-Main, S-Bahn. Habe ich in meinem Ordner bestimmt so eine kleine. Jawohl, das habe ich hier. So eine kleine. Datei, womit man die ganzen Bahnhöfe sieht, glaube ich. Okaben. Wo hatten wir denn jetzt hier Okaben? Okaben. Das Frankfurt Lokalbahnhof. Ah, alles klar. Nee, das war tatsächlich nochmal der falsche. Falsche Zweig, den ich mir hier geöffnet habe. So. Nee, Bufferbahn habe ich tatsächlich nicht. Okay, nee, dann kann ich euch leider diesmal nicht genau sagen, wo wir uns hier befinden. Also zumindest bei den kleineren Bahnhöfen, die sind ja leider nicht im F3-Monitor eingetragen. Hier zum Beispiel der Bahnhof Dortelweil, der ist halt ein bisschen größer anscheinend, deshalb ist er da auch vermerkt. Aber naja, dann ist dem halt so. Oh, da vorne schlängelt sich noch ein ICT durch. Den grüßen wir natürlich auch. So. Ich bin auch echt stolz auf uns, dass wir hier ohne Probleme Bad Vilbel noch vor Fahrplan erreichen, also vor Fahrplanzeit. Wir sind trotz Zwang sind tatsächlich zwei Minuten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Bad Vilbel. Dort können Sie umsteigen in die S6 Richtung Frankfurt am Main Südbahnhof. Diese fährt um 15.34 Uhr von Gleis 8 ab. Außerdem zur RB34 nach Glauburg-Stockheim. Diese fährt um 16.03 Uhr von Gleis 5 ab. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Bad Vilbel aussteigen werden. Ausstieg befindet sich in Bad Vilbel in Fahrtrichtung rechts. Ich glaube, da können wir auch ruhig ein bisschen schneller reinbrettern. Also ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen, dass wir zu schnell reinfahren. Weil der Wittenberger ja echt gut bremst und mit den kurzen Wagen, also wir haben nicht so ein fettes Gewicht diesmal. So, 90 ab hier angekündigt in einem Kilometer Geltung. Und da vorne ist auch unser schöner Bahnsteig.
wir hätten ja eigentlich hier schon stehen können. Aber dann kommen wir mal bei der Vollzugtafel zum Stehen. So, Türfreigabe. Ich glaube sogar, die Zwangs hat uns gar nicht schlecht getan, sagen wir mal so. Jawohl, alle Türen sind offen. Das sieht man doch gerne. Ah, jetzt hat man auch die Fahrmotorlüfter, schaut mal. Sehr gut. So, da war in wenigen Augenblicken auch schon wieder Abfahrt. Das heißt, die Türen müssen schließen. Na? Jetzt. Und damit verlassen wir den Bahnhof Bad Vilbel. Hier sind nochmal die 90 angekündigt, ab hier in 600 Metern. Keine Angst, der PZB-Magnet dort gehört zum Hauptsignal, nicht zu der Tafel, tatsächlich. Aber trotzdem, ich habe sie lieber mal kurz bestätigt, damit wir nicht wieder eine Zwangse kriegen. Also, zwei Metzen bin ich ein bisschen zu doof. Aber es ist bestimmt auch nachvollziehbar, glaube ich. Ich meine, wir haben ja gerade eben schon eine Zwangse gekriegt, weil wir ein grünes Vorsignal überfahren haben. Also besser kann es gar nicht laufen. Es war nicht mal irgendwie ein verbuggtes. Ja, eine verbuggte LF6-Tafel oder so. Es war einfach ein grünes Vorsignal, Leute. Das ist einfach nur geil. Ich sag's euch, wie es ist. Wisst ihr, was ich auch mega toll finde? Und zwar auf Transit World Rapid Transit, da gab es doch in Richtung Dessau, glaube ich, ein Signal. Das hat irgendwie 130 angekündigt. Und wenn man das irgendwie überfahren hat, dann musste man die 130 bestätigen, hat man mal eine aktive 1000 Hertz Überwachung danach. Das war auch ganz wild tatsächlich. Ist übrigens nach dem angekündigten Patch nicht behoben worden, also der Fehler auf der Strecke existiert immer noch. Und ja, wenn ihr mal da lang fahrt, dann seid gewarnt, wenn da 130 signalisiert sind, auf jeden Fall bestätigen. Also im Rapid Transit meine ich, wenn ihr da mal lang fahrt. Weil das wäre schon ein bisschen blöd, glaube ich, wenn man dann 20 kriegt bei 130. Aber es ist auch sowieso dumm, unter 85 runter zu bremsen. Aber naja, der gute alte DTG-Simulator. Nee, aber die guten alten DTG-Simulatoren, wollte ich sagen. Beziehungsweise die gute alte DTG-Ingenieursqualität. Londoner Meisterarbeit, beziehungsweise britische Meisterarbeit. Vielleicht steige ich auch irgendwann in das Business ein. So. Man kennt's. Keine Fahrt ohne Zwang. Die Fahrten ohne Zwang sind nicht die realen, Alter. Die laufen mir zu gut. Fahrstufe 7 die Geschwindigkeit zu halten. Gucken, ob es klappt. Ich finde es auch voll nice, dass man hier irgendwie so auch ein Ausweichgleis hat tatsächlich in diesem. Ah ne, doch nicht, ist gar kein Ausweichgleis. Ich dachte hier, wäre nur links Bahnhof. Aber rechts ist ja auch ein Gleis. Ein Bahnsteig meine ich gerade, das sehen wir gerade. Eschersheim, Bahnsteig 1.
Da kommt uns eine schöne 423 entgegen. Vom Rhein-Main-Verbund. Durchfahrt. Und in 4 Minuten erreichen wir Frankfurt Westbahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Frankfurt Westbahnhof. Dort können Sie umsteigen zur S4 Richtung Frankfurt am Main Südbahnhof. Diese fährt um 15.25 Uhr von Gleis 2 ab. Außerdem zur S5 nach Friedrichsdorf. Diese fährt um 15.30 Uhr von Gleis 1 ab. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die im Frankfurt am Main Westbahnhof aussteigen werden und wünsche Ihnen noch eine angenehme Weiterreise oder einen schönen Tag. Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So, Ansage gemacht. Sehr gut. Da vorne kommen nochmal die 90 irgendwann in 2,6 Kilometern. Wir können auch hier entspannt rollen lassen. Wir brauchen eigentlich gar nicht mal mehr hochbeschleunigen. Es sei denn, jetzt kommt jetzt noch irgendwie eine Zwangs oder so, aber. Bis Westbahnhof sollte das eigentlich noch ausreichen mit der Geschwindigkeit. Jetzt sehe ich auch gerade, wir hatten zu unserer Linken immer wieder so Plattenbauten, so hohe. Das glaube ich die Frankfurter Vorstadt-Flair. Beziehungsweise Baustil. Hier sind nochmal die 90 angekündigt, ab hier in 1 Kilometer. Bestätigen wir mal für alle Fälle. So. Einfahrt Frankfurt Westbahnhof. Jetzt verstehe ich auch, warum wir hier 90 fahren müssen oder sollten. Weil das doch ein bisschen sehr kurvig ist hier. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben gerade für ein paar Momente keine Oberleitung, auch nice. Die fehlt einfach gerade komplett. Anscheinend kommt die auch irgendwie nicht wieder. Naja, egal. Dann fahren wir heute ein bisschen ohne Oberleitung. Ey, die fehlt einmal wirklich. Guckt euch das an. Ich dachte gerade, ich vergucke mich, aber die ist ja komplett gar nicht mehr da. Auch oben nicht. So, und Türfreigabe, Frankfurt Westbahnhof. So, meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken haben wir auch wieder Abfahrt aus Frankfurt Westbahnhof. Jetzt haben wir uns heute mal hier vorne positioniert. Jetzt müssen wir hinten noch die Türen schließen. Jawohl, Klapptüren sind zugeklappt. Da hört man das Lösen der Bremsen. Und da verlässt unser Zug Frankfurt Westbahnhof mit 90 km/h Vmax.
Beziehungsweise jetzt 80. So. Fahrstufe 9, das reicht aus. Und da ist unsere Oberleitung auch wieder da, sehe ich gerade. Schön. Ah, lange nicht gesehen. Naja. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten und letzten Bahnhof, Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dort können Sie zur S- und U-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr umsteigen. Weitere Informationen zu Ihren Anschlusszügen können Sie den Bahnsteigs-Anzeigen oder den Ansagen entnehmen. Wir verabschieden uns von Ihnen und hoffen, Sie bald wieder in einem unserer Züge begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung X. Sehr schön. Da kann man mal die wichtigen Ansagen, ich glaube hier links oder in dem an dem Bahnhof der oben, also auch Westbahnhof, aber oben, da hatten wir glaube ich mal ein Szenario mit Versus im Soundboard und oder mit dem Versus im Soundboard und da hatten wir dann einen Notarzteinsatz irgendwie oder sowas, auch schon eine Fahrt aus 2018, glaube ich, also schon lange her. War aber eine schöne Fahrt, da waren wir unterwegs mit der 423, müssen wir eingeben, einfach 20 Notarzt oder sowas, dann muss das da kommen, 423. Oder ich habe es auch oben rechts in die Infokarte gepackt. Falls ich es vergessen haben sollte, dann schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, aber ich denke mal, ich habe es nicht vergessen. So, ab hier vorne dann 70. Oh, 40 sind angekündigt, okay. Vorne kommt ja auch schon Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Da droppen auch schön die Frames, aber ist okay. Da links noch eine 423, die sich da rausschlängelt, schön eng getaktet im Fahrplan. Oh, da unten stehen auch ein paar Linz, eine 143 sehe ich gerade. Also hier in Frankfurt ist immer ordentlich was los, ey. Nochmal der Vorsignalwiederholer für die 40. So, 40 ab hier, beziehungsweise schon ab dem Hauptsignal eigentlich, aber das ist im F3-Monitor nicht übernommen. Jetzt bremsen wir nochmal weiter runter auf die 40. Ja, das sieht gut aus. So, 30 ab hier. Zug endet hier, Regionalbahn 41. Das sind wir. Dann müssen wir mal wieder die coole Einfahrt machen. Und zwar uns hier schön am Ende des Gleises positionieren. Und dann so bei der Einfahrt zuschauen. Jawohl, das sieht doch nice aus, auch wenn es ein bisschen laggt, aber sollte trotzdem gehen. Und wir sind zum Stehen gekommen. Tür, Freigabe. Jawohl, Türen sind da hinten freigegeben. Anscheinend hier vorne öffnen sie sich nicht. Schlusslicht wird angemacht. Und wir machen jetzt hier erstmal. www.bahn.de. So, Rollo runter. Hauptschalter raus. Fahrmotorlüfter
Aus. Sehr gut. Und dann machen wir noch mal ganz kurz eine kleine Sache. Und zwar für das Thumbnail tatsächlich. Schaue ich noch mal ganz kurz, ob wir hier noch so ein schönes Bildlein machen können. So irgendwie. Oder so. Nee, aber damit sind wir dann im Bahnhof Frankfurt am Main angekommen. Pünktlich und ohne Probleme. Beziehungsweise einer Zwangse, die, ja, wie ihr gesehen habt, nicht mein Verschulden direkt war. Aber sowas mag es auch geben. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Bleibt schön gesund und ja. Bis zum nächsten Mal. Habt alle noch einen wunderbaren Abend und ciao. Lasst gerne einen Daumen nach oben da.